Servus Schanzer, ihr werdet euch sicherlich wundern, warum auf einmal mein Gesicht zu sehen ist. Ihr kennt die Kutschcam eigentlich nur aus dem Trainingslager, aber in so einem ähnlichen Zustand befinden wir uns gerade. Es ist ein bisschen wie Trainingslager. Wir haben uns dazu entschieden, die Kutschcam auch in dieser Zeit mal zu starten, um euch ein bisschen auf dem Laufenden zu halten, um euch ein paar Einblicke zu geben, wie es aktuell aussieht, Trainingsbetrieb, privat zu Hause und so weiter und so fort. Deswegen würde ich kurz ein paar Sachen erzählen zum Training. Natürlich findet zurzeit Training nur in Kleingruppen statt. Wir sind 4 Personen pro Trainingsgruppe. Meine Trainingsgruppe ist mit Maxi Beister, mit Dennis Ayensa und Maxi Wolfram. Und wir starten immer alle einer halben, dreiviertel Stunde. Die eine Gruppe auf dem einen Platz, die andere kommt dann hinterher, sodass da keine Zusammenkünfte, ja, von größeren Gruppen gibt und das alles auch ordentlich eingehalten wird, zwecks Thema Abstand und den Trainingsgruppen. Ja, natürlich ist es dann auch so, dass wir in den Vierergruppen meist, ja, viel im Passspiel arbeiten, im Kraftbereich und leider nicht immer ein Torwart haben, wo wir auch mal aufs Tor schießen können. Und machen wir aber, ja, andere werde ich wieder weg. Der Trainer hat da mit seinem Team ein paar Sachen aufgestellt, wo sie uns schon fordern. Sonst ist es klar, ein bisschen wie eine Vorbereitung nochmal extra, um ja eventuell fit zu sein für das, was noch kommt. Und sind wir, glaube ich, auf einem ganz, ganz guten Weg und macht mehr Spaß als eintöniges Gelaufe irgendwo im Wald oder ein Fitnessprogramm vom Laptop, wo man seine Mitspieler oder besser gesagt auch Freunde ja nur virtuell sieht oder wenn man sie nicht richtig mal auch vor Gesicht bekommt, weil viele machen da auch was an ihrer Kamera, dass sie ein bisschen besser aussehen. Aber naja, es ist ein anderes Thema. Ja, wie geht's weiter oder was gibt's sonst noch Neues? Wir haben jetzt am Trainingsplatz natürlich auch eine Klimmzugstange. Ähnlich wie Rocky Balboa müsst ihr euch vorstellen. Zwischen den Einheiten oder am Anfang jeder Einheit müssen die körperlich natürlich noch ein bisschen zulegen müssen, bis auch mal im 90-Kilo-Bereich kommen, an die Klimmzugstange und müssen dort, ja, ein paar Klimmzüge mal absolvieren, dass sie ja noch stabiler werden, als sie sowieso schon sind. Namen möchte ich keine nennen, die dort ran müssen. Wenn alles wieder ein bisschen sich normalisiert hat, verschafft euch selber einen Eindruck oder verschafft euch selber ein Bild darüber, wer dort dran hängt und wer nicht. Natürlich alles Handschuhe, Desinfektion, da wird großes Augenmerk drauf gelegt, dass wir da irgendwo eine Angriffsfläche bieten, das ist alles eingehalten und wird auch alles eingehalten von uns. Ja, wie geht's sonst weiter? Zu Hause, ja, man befolgt natürlich auch die Gegebenheiten, was die Regierung sagt und geht dem Ganzen auch nach. Und ich glaube, Training und sonst ist man viel zu Hause, hat viel Zeit für die Familie. Ich glaube, ich spreche da allen, die jetzt irgendwie Kinder haben, Kinder neu auf die Welt gesetzt oder auf die Welt gebracht haben, oder besser gesagt, die Frauen, die Kinder auf die Welt gebracht haben, denen spreche ich gerade aus der Seele, weil es gibt nichts Schöneres, als die Zeit dann gemeinsam zu genießen. Das saugt man alles ein bisschen auf und ja, ist schon ein spezieller Moment. Sonst ist nicht viel, dass man mal irgendwo sagt, ach, heute könnte man mal das und das unternehmen. Das fällt in dieser Phase natürlich weg. Ja, dann ist es so, neuer Trainer, alter Trainer, ob sich irgendwas dann vielleicht an der Motivation durch Corona ändert oder durch diese Pandemie. Ja, ein paar von uns könnte sich noch an Thomas Aural erinnern. Klar, gerade die unter ihm gespielt haben, ein Gausi, Björn Paulsen, Schröcki, meine Person. Wer war noch dabei? Robin Krause, ja, die ihn letztes Jahr auch schon erlebt haben, Fatih Kaya und so weiter. Die wissen natürlich, ja, wie der Trainer tickt, was er auch mit dem Co-Trainer, mit dem Marc, wie die Philosophie aussieht. Und das hat man jetzt schon in den Trainingseinheiten gemerkt. Es war sehr knackig, aber sie wollen uns da auf den Punkt vorbereiten, wenn es wieder losgehen sollte, dass man da natürlich in einer Top-Verfassung ist.
Und ja, wie gesagt, in der großen Gruppe konnten wir jetzt noch nicht trainieren, außer ja die letzte Woche nach dem Halle-Spiel. Aber das war dann auch mehr oder weniger ein ja, Kennenlernen für die, die ihn noch nicht erlebt haben als Trainer oder die noch nicht unter ihm trainiert haben. Deswegen, ich glaube, irgendwo von Motivationsverlust zu sprechen, das wäre völliger Käse. Das ist auch nicht so, sondern man ist wieder stolz und froh, wenn man auf den Platz gehen kann, auch wenn es nur die Kleingruppen sind. Und ja, wir bereiten uns auf das vor, ja, was noch kommt, und wollen gegebenenfalls für den Tag X bereit sein, weil keiner weiß, wie es weitergeht. Sonst, wie gesagt, haut gerne mal eure Fragen unten in die Kommentare rein. Wir werden das dann abarbeiten und werden uns größtmögliche Mühe geben, damit wir alle Fragen auch beantworten können. Wenn ihr irgendwelche Fragen habt zum Thema Trainingsablauf, was macht ihr sonst noch? Jetzt haben die Friseure wieder offen. Wann geht ihr endlich hin? Kann ich euch verraten. Heute Abend werden wir auch mal aufschlagen, um die Mähne, ja, mal wieder ein bisschen runterfallen zu lassen, weil ich habe extra eine Mütze aufgezogen, damit ihr euch meine Visage mit den langen Haaren nicht geben müsst. Also, Schanzer, macht's gut. In diesem Sinne, bleibt gesund und hoffentlich bis bald.